Und damit seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eldarim, zu einem neuen Part Minecraft Aranor mit dem Zwergenfürst. Part 95, wenn mich das nicht alles täuscht. Ich würde mal gern wieder. Also, ich spiele mal wieder eine Runde Minecraft Aranor. Das ist jetzt mal wieder dran. Ich würde ganz gern mal wieder eine Runde unter in die Erde gehen. Dazu brauche ich natürlich erstmal eine Spitzhacke und die Ausrüstung dafür. Aber ich will im heutigen Part und in den nächsten Parts erstmal das ab Folge 95, jetzt wo die Brücke zu Ende ist, mal wieder in den Untergrund gehen. Nicht in die Cave, da waren wir schon oft genug drin. Nicht in der Cave, die wir, ich muss mich erstmal hier wieder zurechtfinden, die wir hier haben. The Cave, da gehen wir heute nicht hin. Wir schauen mal, wie wir hier, wir gehen mal in die Landschaft, in die Wildnis und suchen mal nach einer anderen Höhle, die so ein bisschen mehr bietet und ja, vielleicht finden wir so, dass wir jetzt 5 Folgen unter der Erde verbringen, also ja, mal schauen, wie lange wir das füllen. Ziel dieser Reise unter die Erde ist jetzt erstmal, gehst du voll Dreck, wo hatte ich meine Spitzhacken getan, war so lange nicht mehr hier in der Höhle, hier unten in den, sag schon, im Lager. Okay, Spitzhacken muss ich glaube ich neu erstellen, habe ich keine mehr. Gut. Bis dahin beantworte ich Frank von AskFM. Bis ich unter die Erde komme. Und dann auch noch weiterhin. Oh, 10 Eisen haben wir noch. Da müssen wir auch noch neues Eisen für Spitzhacken zukünftig. Ja, suchen. Das mit dem Reden ist heute auch nicht so. Ist nicht das Beste. So. 2 Eisenspitzhacken gönne ich mir hier gerade mal. Ja, so ist also mal wieder Minecraft Arno sein. Okay, Stock nehme ich mit. Kohle brauche ich. Kohle. Nehme ich einen 64er mit. Fackeln habe ich die noch irgendwo zu liegen. Das wäre ich ganz gut. Wenn ja, dann nehme ich gleich welche mit. Wenn nicht, dann crafte ich gleich noch ein paar. Hier nicht. Hier auch nicht. Ich crafte einfach mal ein paar. Fackeln. So, da werden wir einige brauchen. Nur unter Tage gehen. Ja, das reicht. Den Rest können wir hier Backkohle erstmal wegpacken. Wir werden ja unter Tage werden noch einiges an Kohle finden. Hoffentlich. Das ist ja das Ziel. So, Fackel, Spitzhacken, einen Apfel nehme ich noch mit und was kann man noch so mitnehmen? Ein paar Kartoffeln. Ich sagte ein paar Kartoffeln. Ja. Proviant für unterwegs. Nimm mit. Ja, großartig. Ein Bett nehmen wir uns auch mit. Nee, ein Bett nehmen wir uns bitte nicht mit. Das, ja, wenn wir unter Tage schlafen, schlafen wollen wir da nicht gehen. Wenn wir unter Tage sterben, wollen wir wieder hochkommen. So. Ich glaube nicht, dass das cleverste ist, jetzt hier ein Bett mitzunehmen. Oh, da haben wir sogar noch ein Bett. So, na dann machen wir uns mal auf die Suche nach einem guten Ort.
wo wir ein bisschen in die Höhle gehen können. Ich würde sagen, wir begeben uns über die Schienengleise, über die Brücke dort drüber. Da können wir dann mal gleich ins neue Gebiet, dort gleich uns runterbuddeln. Wenn wir dort mal in der Nähe, können wir gleich mal herausfinden, ob sich das Gebiet so gut lohnt. Und wir da unser neues Dorf in Folge Staffel 2 aufbauen wollen. Wenn es da gute Erz gibt und so weiter, können wir dort mal was machen. Ich mache mal einen kleinen Schnitt. Dann müsst ihr jetzt nicht die ganze Lorenfahrt euch antun. Ja. Der Mut ist aufgegangen, die goldenen Sterne prangen, am Himmel Sternstar. Der weiße Neger humpt da. Jo, da sind wir mal angekommen, 10 Stunden später. Ja, das haut hier in meinen Körper wirklich hin. Nacht ist es. Und ich habe natürlich mein Bett nicht mitgenommen. Ah, ich bin doch grenzdebil. Blöde. Verlassen. Jo, hier gleich mal Fackeln aufstellen, dass ich hier nicht von den Monstern erschlagen werde. Genau, erschlagen, das ist es, was die Monster hier tun. So, ja, dann würde ich sagen, beantworte ich hier Fragen, während ich auf den nächsten Morgen warte. Das ist der Plan. Die Vergehen können wir gleich wieder abbauen. Ich habe hier ein paar wunderhübsche Fragen von ask.fm. Ja, die erste Frage. Ja. Baust du Fackeln auf, damit dich nicht der nächste Keeper wegsprengt? Alles klar. Da schaust du kurz weg, um die Fragen zu beantworten. Nee, ist klar. Ich habe kein Bett mitgenommen. Ist ja nicht nötig. Wir werden ja nicht sterben. Und wenn wir sterben, wollen wir zurück. Ey, ich bin doch. Ja. Ich bin noch nicht mehr zu retten. Nenne ein Problem, das von den Politikern in deinem Land gelöst werden sollte. Betroffenes Schweigen. Es ist eine Frage. Nenne ein Problem, wie lange wollt ihr, dass dieser Part jetzt wird? Ein paar Wochen oder was? Also ein Problem nennen, das geht schon mal nicht. Das geht bei mir schon mal nicht. Das ist, wenn ich jetzt anfange, hier Probleme zu nennen, die in meinem Land von den Politikern gelöst werden sollten, dann sind wir. Dann könnte ich gleich einen Politik-Podcast draus machen. Warte. Da war doch was. Bilateral-Podcast. Jetzt abonnieren den Kanal und anhören mit Zweige und mit Modi. Werbung Ende. Ja, weiter zur nächsten Frage. Das würde jetzt kein gutes Ende nehmen. Da antworte ich jetzt einfach mal nicht drauf. Das kann man nicht eins nennen. Da gibt es so viele verschiedene, wo man Sachen mal ansetzen kann. Die man da nennen kann. Nächste Frage, was hast du zuletzt gekauft? Ich war heute, also wenn ich das aufnehme hier, war ich heute im
Ja, ich darf nennen. Das ist bei mir in meiner Größe, darf ich das machen. Ich war heute im Aldi einkaufen, um die Ecke. Ja, einfach mal schnell. Ich kaufe nicht immer beim Aldi ein, aber zu meiner Rechtfertigung. Aber ich wollte nur 2-3 Sachen mal besorgen. Ich war im Aldi einkaufen und habe... Oh nein, eine Hexe, das ist doch hier nicht wahr, oder? Das ist doch... Nimm mal kein Bett mit, du stirbst schon nicht. Ich war im Aldi und habe 2-mal Lauch gekauft, ein Packchen Butter und ein 6er-Paket Eier. Das ist, ja, das habe ich zuletzt gekauft. Das ist langweilig, aber... So sieht das aus. Ach du Scheiße, die Hexe. Spitzhacke. Kann ich die irgendwie sterben lassen? Ach, Kacke, wir sind sowas von am Arsch. Stirb, Hexe. Wir sind sowas von tot. Wir sind sowas von tot. Nimm ein Bett mit, sagt sie. Mit Spitzhacken und das Zeug hier alles verloren. Bis wir da drüben sind, ist das alles despawned. Ach, leck mich doch am Arsch. Dafür hätte ich das bitte im Inventar. Ich, volle Rank. Ja. Wie gesagt, das habe ich eingekauft. Es ist, ja. Wenn man selbstständig alleine lebt und sich ernähren muss, dann ist das. Ja, das ist bei. Ich bin erwachsen geworden, das ist ganz langweilig. Ich kaufe mir keine hübschen Klamotten mehr oder keine Playstation. Das ist das Letzte, was ich gekauft habe von meinem Taschengeld oder so weiter. Das ist die Frage, darauf spielt das wahrscheinlich ab. Das ist. Also ich bin hier. Das ist. Bei Kindern kann man dann immer sagen, oh, der hat sich sein Taschengeld angespart und das Letzte, was er sich gekauft hat, ist eine gute Playstation. Ja, das kommt bei mir vielleicht eigentlich nicht vor, aber ja, das Letzte, was ich gekauft habe, sind meistens Nahrungsmittel oder Sachen des täglichen Bedarfs, Klopapier. Ja, bei mir in der Stadt gibt es wieder Klopapier. Yay. Ach Kacke, jetzt muss ich den Weg wieder laufen. Das ist doch... Ich will jetzt nicht das nochmal rausschneiden. Das ist jetzt... Ich nutze das jetzt einfach. Das ist jetzt... Es ist zwar jetzt scheiße, weil ich den letzten Part auch hier nur mit der Brücke gelaufen bin, aber... Ja, ich muss auch irgendwann zum Punkt kommen. Gut, mein Lieblingsbuch, die nächste Frage. Das ist eine schwere Frage. Ich habe einige sehr gute Bücher in meinem Regal stehen. Ja, ich würde sagen, ja, Herr der Ringe. Auch eine langweilige Antwort. Hätte man nicht gedacht. Ja, Herr der Ringe, alle 3 Bücher zusammen oder ja. Die Gefährten, ja, das ist. Ja, man kann es eigentlich als ein Buch nehmen. Man kann die 3 Teile als ein Buch zusammenführen. Also das ist der Herr der Ringe. Ansonsten, ja, die ich da so in meinem Regal stehen habe, die guten Bücher. Tribute von Panem ist noch mega. Sehr empfehlenswert. Was kann ich noch so empfehlen? Er ist wieder da, ist auch noch. Das ist, ja, das ist ein schönes satirisches Buch. Eine satirische Geschichte, die man empfehlen kann. Ja, das sind so meine Lieblingsbücher. Herr der Ringe, so das Beste. Harry Potter. Ja. Habe ich das in einem Schrank stehen? Ich weiß es gar nicht. Aber es sind gute Bücher. Würdest du dir mal eine Schönheitsoperation machen? Was ist eine Schönheitsoperation? Das ist...
Woran denkst du denn da? Das ist woran man die Gegenfrage, woran denkst du, Fragensteller da, dass ich eine Schönheitsoperation machen sollte, welches Körperteil soll ich mir da operieren lassen? Das ist. Schönheitsoperation. Ihnen lass mir die Nase verkleinern. Ja, vielleicht so. Es ist die Nase. Ich habe einen ziemlichen Zinken. Das ist. Nee. Komm, ich bin zufrieden mit meinem Körper. Es ist, zufrieden. Ich bin ein bisschen fett, aber Fettabsaugung müsste man vielleicht mal. Nee. Fett am Bauch absaugen. Ohne Witz, es ist, ja, ich komm zurecht. Also, es ist, zu sagen, ich fühle mich wohl in meinem Körper, wäre gelogen. Das ist, ja, ein bisschen abnehmen sollte ich mal. Das wäre mal intelligent. Aber, ja, jetzt nichts an meinem Körper, wo ich jetzt sagen würde, das ist, da bin ich jetzt so unzufrieden mit, das muss weg, ich muss mir jetzt die Ohren anpassen lassen oder die Nase oder den Lippen spritzen lassen oder sonst was. Ich habe schon solche Lippen, ich habe schon mega Lippen, das ist hier, ich habe schon Lippen wie eine Frau, das ist, wenn man mich mal anguckt, es ist wirklich, bei mir wirklich seltsam. Ich habe wirklich, also ohne Witz, ich habe wirklich relativ dicke Lippen. Das ist, ich habe dicke Lippen, nein, aus Zwerg, aus böser Zwerg. Nein. So, ich suche mal die nächste Frage aus. Wir sind schon gleich da. Wenn ich runterfallen, deshalb bleibe ich mal stehen. Wie geht's dir, ist die nächste Frage. Eine wundervolle Frage. Die stelle ich anderen Leuten auch ganz gerne. Das ist immer wichtig, andere Leute zu fragen, wie es ihnen geht. Das ist dadurch zeigt man so ein bisschen, ja, dass es nicht egal ist. Also mir ist nicht egal, wie es dir geht. Ich bin interessiert an dir, ich bin interessiert an deiner Stimmung. Ja, okay, ich stehe hier mal mein Bettchen, auch wenn ich gerade nicht drin schlafen kann. So, sehr gut. Du kannst nur nachts schlafen, ja, was sonst? Ja, wie geht's mir? Mir geht's mittelmäßig. Standardantwort auf so eine Frage ist immer gut. Das wäre gelogen, wenn ich sagen würde, mir geht's gut. Mir geht's mittelmäßig, ja, das kann man so sagen. Hier ist schon ein Loch. Da kann man rein. Eine Höhle. Mir geht's mittelmäßig, komm schon drüber weg. Ja. Macht jemand keinen Kopf. Ja, das erinnert mich an ein gewisses Lied. Wer es kennt, meldet sich. Ja, wirklich mittelmäßig, ja. So, Nana. Es ist, ja, was soll ich dazu sagen? Also, mir geht's nicht schlecht. Einigermaßen. Ja. Wie ich immer sage, mir geht's vergleichsweise doch ganz gut. Also es ist, ja, ich habe vieles, was ich brauche und was ich haben will, und es ist, ja, damit kann ich zufrieden sein und insgesamt, ja, ging es mir schon besser, aber
kommen schlechte Zeiten, es kommen gute Zeiten. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Was ist denn heute mit mir los? Ja, nächste Frage vielleicht, wenn ich sie gleich mal raussuche. Bevor ich hier in die Höhle runtergehe, will ich hier erstmal im Bett abspeichern. Erstmal im Bett schlafen. Und es ist ziemlich Tag draußen. Es ist natürlich... Ich klopfe hier gerade auf den Tisch, weil ich hier das Handy versuche einhändig anzuschalten. Wie wird man auf ask.fm beliebt? Fragen beantworten. Punkt. So funktioniert die Seite. Viele Fragen beantworten, die gestellt werden. Und ja, dann freuen sich die Leute, die die Frage gestellt haben und stellen dir noch mehr Fragen und irgendwann folgen sie deinem Profil und ja, so, ja, dann erhöht sich diese Zahl dort und dann, ja, so ungefähr. Sollten wir wirklich mal markieren, wo die Höhle ist. Finde ich nicht wieder. wenn nicht, dann buddel ich mich einfach wieder in den Berg rein von oben. Und das ist auch mal eine Möglichkeit, einfach von oben nach unten. Das macht man eigentlich nicht, aber wenn wir hier schon eher an der Stelle sind, einfach neben dem Bett nach unten graben. Nach oben graben macht man nicht, aber unten graben vielleicht. Oh, da wird es schon abends, da können wir gleich mal. Wie wird man auf ask.fm beliebt? Das ist. Ja, hier können wir uns doch eingraben. Das ist doch so eine. Da ist doch schon so ein wunderhübsches Loch eingesprengt worden. Da ist halt leider ein bisschen viel Wasser drin. Gibt sein auf ask.fm. Ja, das ist ein Live-Goal, was man jetzt nicht. Ja, jedem das sein, aber. Ja. Wie würdest du deinen besten Freund bzw. deine beste Freundin in 3 Wochen beschreiben? In drei Worten. Puh. Einen Menschen in 3 Worten beschreiben, da bin ich ja grundsätzlich schon dagegen. Es ist meinen besten Freund in 3 Worten beschreiben. Meinen besten Freund, habe ich denn sowas wie einen besten Freund? Das ist jetzt Ansichtssache. Das ist, also, ich würde schon den besten Freund, weiß ich nicht, aber da würde ich schon den Modi als guten Freund bezeichnen, unter Umständen. Tja, wie beschreibt man den Modi mit Dreh? Schreib mal den Modi mit 3 Worten. Das läuft dann wieder auf diese Standardantworten raus, dieses ganz nicer Typ oder so, das ist ganz, ganz chilliger Typ oder ja. Ups. Geht's wieder raus. So, ich grab mich mal hier in diese Richtung runter. So treppenmäßig nach unten. So muss das. Wird schon dunkel. Ein paar Fackeln haben wir noch dabei.
Ich war, jetzt geht's rein in die Berge. Oben haben wir immer geschlafen, das heißt, wenn wir sterben gehen. Bist du ein guter Lügner? Ja, total. Ich bin ein sehr guter Lügner. Ich lüge auch nie und ja, am liebsten spiele ich in meiner Freizeit Geige und Klavier und reite auf Ponys und ja, beantwortet das die Frage? wenn es drauf ankommt vielleicht, aber jetzt kein ausgezeichneter Lügner, also so ein bisschen, wenn es nötig ist, so eine kleine Notlüge kriege ich schon hin. Also ansonsten bin ich eigentlich ein ziemlich ehrlicher Typ, also vielleicht manchmal zu ehrlich. Muss man ja auch manchmal selbst zugeben. Bartkratz. Tja, die nächste Frage gleich. Was bedeutet das Meer für dich und was der Himmel? Ach Gott, das fängt jetzt mit diesen Sag schon, oh, hier ist ein Tief. Ach so, das ist die Schlucht hier. Die Schlucht, in die wir uns jetzt hier da hineingraben. Haben wir jetzt hier von oben einen Tunnel gegraben. Ja, das geht jetzt hier schon. Das ist jetzt hier schon der Grundstein für Staffel 2, den wir jetzt hier graben. Aber warum nicht? Ich habe da keine Antwort drauf, tut mir leid, was das Meer und was der Himmel für mich bedeutet. Das ist jetzt hier. Das ist jetzt hier ziemlich philosophisch, oder? Vielleicht auch irgendwie schon fast. Das geht hier Astronomie oder so, das geht jetzt hier schon in die. Wie nennt man das? In diese Hellseherei und in diese, das ist diese. Das gefällt mir gar nicht. Hier das Hintertürchen zum Berg. Am Durinstag geöffnet. Ja gut, dann würde ich mal den Part an dieser Stelle beenden. Ich glaube, den haben wir schon lange hier ausgeschmückt. Ein paar Fragen habe ich beantwortet. Ja, ein Däumchen nach oben sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid. Und dann schauen wir im nächsten Part mal, wo wir hier weiterbauen. In die Schlucht will ich da noch nicht, also in den Berg will ich mich noch nicht reinbauen. Vielleicht laufen wir ein bisschen weiter raus in die Wildnis und gucken mal so ein bisschen, wo wir was finden. Ja, ein guter Grundstein jetzt hier für die Wanderung. Für die, wenn es uns Tage gehen jetzt. Ist gesetzt. Na dann. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Man sieht sich. Bis dahin und ciao, ciao.